Fit in den Frühling. So ist der Titel eines Seminars bei Yoga Vidya zu finden auf yoga-vidya.de/seminar. Wenn der Frühling kommt, dann ist es auch Zeit, etwas zu tun, um wieder zu Kräften zu kommen. Manche Menschen vernachlässigen etwas ihr Sport- und Yoga-Praxis im Winter. Also ist es notwendig, so zu Ende des Winters, Januar, Februar, März, einiges zu tun. Was kannst du machen, um fit in den Frühling zu kommen? Hier will ich einige Tipps geben. Erstens, faste mal eine Woche. Eine Woche Fasten im Frühling hilft, dass der Körper umgeschaltet wird, dass der Körper weiß, jetzt kommt was Neues, auch die Psyche weiß, es kommt was Neues. Es gibt kaum etwas, das so effektiv ist, um neue gute Gewohnheiten zu schaffen, wie eine Fastenkur. Aber natürlich, faste nicht einfach nur eine Woche, sondern vor oder während dem Fasten überlege dann auch, wie du dich nachher ernähren willst. So, der zweite Tipp für fit in den Frühling ist, ernähre dich gesund. Gesund ernähren heißt, eine Kost zu haben aus Gemüse, Salate, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte. Ernähre dich hauptsächlich davon. Und lass all das weg, was nicht so gut ist für den Organismus. Verzichte auf Fleisch, Fisch, auf Eier, auf Zucker, auf Milchprodukte, auf Weißmehl und so weiter. Fit in den Frühling heißt, iss gesund. Tue Entschlackendes. Was kannst du tun, um dich zu entschlacken? Du könntest zum Beispiel Yoga Kriyas machen, Reinigungsübungen wie Lungenreinigung durch Kapalabhati Schnellatmung, Nasenreinigung durch Salzwasserspülung. Du kannst Agnisara üben mit leeren Lungen, Bauch vor und zurückgeben. Im Yoga gibt es eine Menge von Kriyas, findest du auch auf unseren Internetseiten. Übe täglich Yoga. Wenn du noch nicht täglich übst, mache eine schöne Praxis. Überlege, welche Yoga-Übungen machst du gerne? Und überlege auch, welche Yoga-Übungen bringen dir viel. Wähle dir ein Yoga-Programm aus, von dem du weißt, du machst es gerne und es bringt dir viel. Dann machst du es auch und du spürst die Wirkung. Besonders gut ist natürlich, du gehst einmal die Woche zu einem Yoga-Zentrum, um dort eine Yogastunde mitzumachen. Und vielleicht mach mal ein Wochenende oder ein Wochenseminar bei Yoga Vidya mit in einem der Ashrams. Da machst du alles, was gut ist, um fit in den Frühling zu kommen. Gehe spazieren oder mach Sport in der freien Natur. Gerade zum Abschluss des Winters oder zum Beginn des Frühlings spürst du ja, wie die Natur Kraft dort hat. Du merkst irgendwo, die Wurzeln sammeln die Nährstoffe, die Knospen sprießen, die Vögel beginnen zu zwitschern, die Natur ist geradezu voller Kraft. Geh in die Natur und mach etwas, um dich aufzuladen. Verbinde dich so mit der Kraft der Natur. Mache deinen Geist positiv. Fit in den Frühling heißt natürlich auch, den Geist positiv zu machen. Meditiere jeden Tag und beginne morgens den Tag mit einer Affirmation. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Tag. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Tag. Mache solche und ähnliche Affirmationen und das hilft auch. Sprich positiv und mit Komplimenten zu anderen. Fit in den Frühling kann auch heißen, mit deinen Mitgenossen, also mit deinen Mitmenschen positiv umzugehen. Wenn du positiv mit anderen umgehst, werden sie positiv mit dir angehen. Nicke Menschen zu, lächle ihnen zu, sage, du siehst toll aus. Sage, hast du gut gemacht? Wow, wenn ich so sehe, was du gerade gemacht hast, finde ich großartig. Suche Gelegenheiten, um Menschen deine Wertschätzung auszudrücken. Natürlich sei ehrlich, aber suche nach Dingen, die du bei anderen wertschätzen kannst und mach es dann auch. Drücke deine Wertschätzung aus, das beflügelt dich, das beflügelt andere und so kommst du fit in den Frühling. Sprich Gebete, richte dich an Gott.
Die größte Fitness heißt natürlich, mit dem Göttlichen verbunden zu sein, eine spirituelle Sichtweise zu haben. Wenn du dich verbindest mit der Natur, verbindest mit dem Herzen anderer Wesen, hast du schon viel gemacht. Wenn du dort das Göttliche siehst und dich öffnest für die Himmelskraft, hast du noch größere Fitness. Fit in den Frühling heißt auch, dankbar zu sein, die göttliche Gegenwart zu spüren, zu Gott zu beten, die göttliche Mutter zu spüren, ein Göttliches zu erfahren. Willst du etwas ergänzen zum Thema Fit in den Frühling? Schreib's doch in die Kommentare. Und danke auch, wenn du jetzt diesen Vortrag teilst mit anderen oder Daumen hoch machst oder Gefällt mir klickst. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de.